Vielen Dank an Sie für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Jetzt weiß ich, dass manche natürlich die brandneuesten Ergebnisse der Beratungen aus den Ministerien gerne gehört hätten. Ich glaube aber, dass gerade die Tatsache der Absage zeigt, dass das so einfach noch nicht ist, gerade in den Ministerien, und dass da relativ viel gefeilscht wird. Ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, und deswegen bin ich gern Ihrer Einladung gefolgt, hier ein paar Gedanken auszutauschen. Ich möchte auch gern Zeit für Diskussion lassen, weil das ist ja das Spannendere, dann auch von Ihnen noch auf Anregungen mitzunehmen nach Berlin. Ich will kurz unsere Position schildern und wie wir die Debatte führen in Berlin, und dann aber auch auf ein paar kritische Punkte, wo es so die Frage ist, wie geht man eigentlich in der Zukunft voran? Da gibt es ja durchaus ein paar kritische Auseinandersetzungen, und da lohnt es sich dann, glaube ich, in die Diskussion einzusteigen. Aus der Perspektive von Bündnis 90 Die Grünen ist es so, dass wir eine Schieflage am Finanzmarkt haben, und ich möchte sie vielleicht überraschenderweise mit einem Zitat von Ludwig Erhard beschreiben. Ludwig Erhard hat mal gesagt, Marktwirtschaft ist eine Veranstaltung für Verbraucher und nicht für die Wirtschaft. Das finde ich einen bemerkenswerten Satz. Das heißt nämlich, wir sollten die Marktordnung so organisieren, dass sie für den Kunden gut ist und nicht für die Anbieter. So, jetzt weiß ich, dass ich natürlich hier vor Anbietern von Beratungsleistungen spreche, und trotzdem ist unsere Leitschnur das, wir sollten die Frage, wie Finanzdienstleistungen in Deutschland vertrieben werden, danach ausrichten, was für den Kunden im Endeffekt gut ist. Und da stellen wir fest, dass es zum einen ein Leitbild des kundigen, mündigen Verbrauchers gibt, was der Realität eindeutig widerspricht. Es gibt zum Beispiel immer wieder die Aussage, Menschen sollen nichts kaufen, was sie nicht verstehen. Das ist ein interessanter Satz. Ich halte ihn bei Finanzdienstleistungen für völlig daneben. Wenn nämlich niemand, der eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht versteht, eine solche nicht kauft, glaube ich, dass viele Menschen einen schlechten Versicherungsschutz haben. Weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die komplexeste aller Versicherungen ist, trotzdem etwas, was viele normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sie durchaus haben sollten, nicht verstehen. Ich glaube auch, dass viele Leute die Bausparverträge, die sie haben, nicht verstehen, obwohl es auch für manche vielleicht sogar sinnvoll ist, sie zu haben. So, deswegen glaube ich, ist es falsch, an diesem Leitbild festzuhalten, sondern wir müssen die Sache so organisieren, dass jeder jemanden finden kann, der ihm bei dem Weg durch den Finanzdienstleistungsmarkt Unterstützung gibt. Und zwar so, dass er damit nicht systematisch auf die Nase fällt. Übrigens gilt dasselbe für die Riester-Rente. Ich meine, wir haben als Staat extra auch mit Subventionen unterlegt, Produkte in den Markt gegeben und gesagt, Leute, sichert vor, privat für das Alter, ohne dass wir doch behaupten können, dass das Produkte sind, die der normale Arbeitnehmer, die normale Arbeitnehmerin unbedingt verstehen kann. So, das führt zu dem Punkt, dass man sich überlegen muss, wer kann eigentlich da der richtige Berater sein und wie wird der Beratungsmarkt richtig organisiert? Uns begegnet da in Berlin immer der schöne Vergleich mit dem Autokauf. Sie haben ihn sicher auch schon häufig gesehen. Ich halte diesen Vergleich für, erlauben Sie mir, Gaga. Bei Autos können Sie eine Testfahrt machen, bei Autos können Sie sich reinsetzen, Sie kaufen vielleicht mehrere Autos im Jahr, Sie haben vielleicht mal vorher Leihwagen gehabt und könnten das ausprobieren. Ich habe noch nicht erlebt, dass man sich in ein Zertifikat hineinsetzen kann, dass man es testen kann. Und viele Leute erleben natürlich ihre falsche Altersvorsorge erst zu einem Zeitpunkt, bei dem es zu spät ist, sich für das nächste Leben vorzunehmen, eine andere Altersvorsorge zu haben. So, wir haben es mit Vertrauensgütern zu tun, wir haben es mit Gütern zu tun, bei denen Sie nicht aus der Erfahrung unbedingt lernen können, weil Sie einen Riester-Vertrag im Leben wahrscheinlich nicht x-mal abschließen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, hier zu sehen, dass wir mit einem völlig anderen Markt zu tun haben. Und deswegen ist der Vergleich, den wir ziehen, eher der des Steuerberaters oder des Rechtsberaters, sprich des Rechtsanwaltes. Das heißt, wir haben es hier mit einer komplexen Beratungsmaterie zu tun, wo wir jemanden brauchen, der oder die dem Kunden sagt, das wäre für dich das Richtige, und dessen Auftrag es ist und auch dessen Verpflichtung es ist, ausschließlich im Interesse des Kunden, Mandanten tätig zu sein. So, das hat natürlich auch logisch dann zur Folge, da kommen wir sicher nachher noch drauf in der Diskussion, dass natürlich ähnlich wie bei der Rechtsberatung das dann auch strafrechtlich sanktioniert sein muss, wenn dieses verletzt wird. So ist das beim Rechtsberater, so müsste es dann bei einem unabhängigen Finanzberater natürlich auch sein. Die Situation, die wir in Deutschland haben, ist,
dass die viele Menschen aus dem Misstrauen gegenüber jeder Form von Finanzberatung zwei verschiedene Fehler begehen und wir deswegen eine systematische Fehlberatung beobachten können. Ich habe das im Gespräch mit einer guten Freundin mal mitgekriegt, die mir gesagt hat, also ich will gar keine Risiken eingehen. Ich bin also zu einer ganz braven Bank gegangen. Das kann ich ja sagen, das war die Paxbank. Und ich habe denen gesagt, ich will gar keine Risiken eingehen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja Mist. Du hast Risiken und die musst du absichern. Und wenn du nur auf die ganz, nach deiner Ansicht, völlig risikofreien Produkte gehst, dann bist du sehr riskant unterwegs. Das heißt, wir beobachten eben zwei Fehler im Markt. Man würde das wissenschaftlich als den Alpha- und den Beta-Fehler bezeichnen. Der eine Fehler ist, dass Menschen Risiken eingehen, die sie nicht eingehen sollten. Nehmen Sie die Lehman-Oma als Beispiel, wo Menschen außerhalb der Einlagensicherung unterwegs sind, die das wahrscheinlich nicht sein sollten. Und Sie haben den anderen Fehler, dass viele Menschen aus der Angst vor einer schlechten Beratung, vor einer einseitigen Beratung und vor einem Finanzmarkt, den sie nicht verstehen, Risiken unbewusst eingehen, die sie eigentlich absichern sollten, weil sie eine Scheu vor bestimmten Produkten haben. Ich glaube, dass es eine Reihe von Leuten gibt, deren Aktienanteil zu gering ist für das, was eigentlich ihre ökonomische Position ist. Und da ist, da können wir uns jetzt lange streiten, es gibt ja die Deflations- und die Inflationsthese zurzeit, aber eine gewisse Absicherung auch gegen Inflationsentwicklungen wahrscheinlich sinnvoll wäre. Es gibt auch ein öffentliches Interesse. Nicht nur, dass wir eben beobachten, dass es bitter ist, wenn wir Göttinger Gruppe, Phoenix, Schrottimmobilien, sozusagen laufend Fehlberatungsbeispiele haben, wo Menschen ökonomisch ruiniert werden. Es ist, wenn man sich das anguckt über die Jahre, ist es ärgerlich. Und es ist empörend, dass unser Staat darauf nicht früher reagiert. Aber es gibt auch ein öffentliches Interesse. Wenn die Altersvorsorge nicht gelingt, wo landen denn die Menschen dann? Sie landen in der Grundsicherung ihrer Kommune. Und das geht allen zur Kasse. Und deswegen haben wir ein Interesse daran, dass der Beratungsmarkt in Zukunft anders funktioniert als bisher, weil die Menschen, die jetzt nehme ich nochmal das Beispiel der Lehman-Zertifikate, einen relevanten Teil ihrer Altersvorsorge verloren haben aufgrund einer schlechten Beratung, die fallen der Gesamtheit der Steuerzahler zur Last. Deswegen ist das nicht nur eine Frage irgendwie zwischen Berater und Kunden, sondern es hat eine öffentliche Dimension. Und die zweite Dimension ist natürlich, dass Sie, wenn Sie einen stabilen Finanzmarkt wollen, natürlich auch an der Basis, an der Beziehung zwischen Kunde und Bank oder Kunde und Berater ansetzen müssen. Meine Überzeugung ist, dass bei einer guten Beratung viele von den Produkten, mit denen implizit Risiken eingegangen wurden, die Leute nie eingehen wollten, ja, wenn wir eine gute Beratung hätten, wäre vielleicht auch so manches schlechte Finanzprodukt gar nicht verkaufbar gewesen. Ja, und die Situation in Deutschland ist aber, dass wir einen unauflösbaren Interessenkonflikt vorliegen haben, den der Gesetzgeber seit Jahren akzeptiert, ohne ihn aufzulösen und sich wundert, dass es nicht funktioniert. Da ist auf der einen Seite eine Marktorganisation, in der wir im Wesentlichen den Produktvertrieb organisieren über Menschen oder in Unternehmen, die selber die Produkte emittieren und deswegen ein unmittelbares Verkaufsinteresse haben und wo wir auch wissen, dass die Provisionseinnahmen einen relevanten Teil ihrer Einnahmen darstellen. Und auf der anderen Seite schreiben wir in das Anlegerschutzgesetz hinein, jüngst dann bei der Umsetzung der MiFID in deutsches Recht, die wir 2007 vorgenommen haben, mit dem Finanzmarktrichtlinienumsetzungsgesetz, wir haben immer so schöne Namen im Finanzausschuss, und da schreiben wir rein, es soll Anlage- und Anlegergerecht beraten werden. So, da sind Sie zwischen Skylla und Charybdis für die humanistisch Gebildeten oder für die Handwerklicheren in einem Schraubstock. Und diesen Schraubstock spüren natürlich konkret die Menschen, die am Bankschalter im Vertrieb sind. Das geht ja teilweise bis zu drückerkolonnenartigen Zuständen, die wir im deutschen Finanzmarkt beobachten können. Und ich finde, es ist Zeit, diesen Interessenkonflikt aufzulösen. Das ist die Argumentation, mit der wir in Richtung Honorarberatung unterwegs sind als Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, weil wir sagen, auch bei Honorarberatung gibt es natürlich immer wieder Fallstricke und auch da wird es Kontrollen brauchen. Und ich glaube nicht, dass man mit der Definition schon sämtliches bereinigt. Aber solange wir den Grundkonflikt im Beratungsgeschäft nicht auflösen,
wäre es ein reines Wunder zu glauben, dass man mit großen Papierbergen die Beratung verbessert. Ich glaube deswegen nicht, dass das Beratungsprotokoll die Lösung des Problems ist. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn Sie eine Tapete auf eine feuchte Wand kleben. Das wird nichts. Das wird wieder schimmeln. Denn solange der Interessenkonflikt da ist, wird in dem Beratungsprotokoll etwas stehen, was der Kunde nicht begreift, was es für ihn rechtlich bedeutet. Und deswegen ist häufig das Beratungsprotokoll zurzeit mehr ein Entlastungsprotokoll für die beratende oder verkaufende Seite, als dass es wirklich für den Kunden einen Schutz darstellt. Ich finde ein Produktinformationsblatt, was standardisiert ist, sehr gut. Ja, das Gutachten, was das ZDW in Auftrag für die Bundesregierung gemacht hat, stellt auch dar, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, eine Standardisierung von staatlicher Seite aus vorzunehmen, weil wir in dem Nebeneinander verschiedener Produktinformationsblätter wieder dann eine Unübersichtlichkeit bekommen und aus dem europäischen Ausland wir lernen können, dass das manchmal hilfreich sein kann. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir mit diesen Maßnahmen den grundlegenden Interessenkonflikt nicht auflösen. Und natürlich, wenn Sie das Verhältnis anschauen zwischen einem freundlichen Menschen, der gut geschult mit Ihnen spricht, und einem Produktinformationsblatt, was irgendwo auf dem Tisch liegt, dann möchte ich mal wissen, welcher Mensch so gestrickt ist, dass er einem Menschen, der ihm gut gegenübertritt, den er vielleicht seit Jahren kennt, nicht mehr vertraut als irgendeiner für ihn schwer nachvollziehbaren Zeile in einem Produktinformationsblatt. So, deswegen versuchen wir an den Kern heranzugehen des Interessenkonflikts. Ich glaube übrigens auch, dass wir uns einen Teil, ich formuliere da vorsichtig, aber dass wir uns einen Teil der Produktregulierung sparen können, wenn wir den Beratungsmarkt gut organisieren. Weil wir natürlich heute massenweise Informationen dem Kunden geben, die er nicht wirklich liest, die er auch nicht lesen will. In der Meinung, dass, wenn wir da alles reinschreiben, schon nichts passieren wird. Ich glaube daran nicht. Aber natürlich ist es so, solange wir eine Konstellation haben, wo sich der Kunde gegenüber dem Verkäufer am Bankschalter oder einem bestimmten Vertriebsstruktur, die wir als Strukturvertriebe bezeichnen, wehren können muss, ist es wichtig, alle Informationen da zu haben. So, deswegen glaube ich, auch da können wir eine Balance sicherstellen und wir kommen vielleicht zu weniger Papier, was ja nicht nur aus ökologischen Gründen sinnvoll wäre. So, jetzt gibt es natürlich eine Reihe von Argumenten gegen Honorarberatung, die mir auch nochmal jüngst, nachdem deutlich geworden ist, dass ich heute hier spreche, in deutlichen Worten per Mail zugegangen sind. Das eine ist, es akzeptiert doch niemand. Das haben wir doch schon versucht, so verschwindet ein kleiner Anteil. So, da muss ich natürlich sagen, das ist eine Frage der gesamten Marktordnung. Wenn auf der einen Seite die Beratungskosten nicht sichtbar sind und auf der anderen Seite sind sie sichtbar, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es dort, wo die Kosten sichtbar sind, schwierig ist. Ich glaube deswegen, dass man aus dem bisherigen geringen Erfolg von Honorarberatungsansätzen nicht schließen kann, dass es nicht insgesamt ein sinnvolles Modell für die Zukunft ist. Denn wenn Sie überall sicherstellen, dass Beratungskosten sichtbar sind, dann kann ein Preisvergleich erfolgen. Und ich glaube, dass das dann dazu führt, dass mehr Leute sich auf eine Honorarberatung konzentrieren werden. Das Zweite ist, es sei zu teuer. Naja, also es sei sozusagen ein Upper-Class-Ansatz, ja, für Vermögende, weil es dort schon funktioniert, aber beim normalen Kunden nicht. Nun, ich glaube, es gibt eine Reihe von Gegenbeispielen. Und wenn wir uns anschauen, was implizit so mancher Kunde an Beratungskosten zahlt über die Provision, dann ist nicht immer ein Stundensatz oder eine Beteiligung, wie wir sie aus dem gehobenen Bereich kennen, auch für den kleinen Kunden teurer. Also wenn Sie in die Größenordnung eines Altersvorsorgevertrages, eines Riester-Vertrages gehen, dann geht es ja gleich auch um eine anständige Summe Geld im Laufe der Jahre. Da sind die Provisionen entsprechend hoch. Und wenn Sie das mal vergleichen, komme ich zu dem Punkt, dass das durchaus ein Geschäftsmodell ist, was funktionieren kann, auch für den Kleinanleger. Das heißt natürlich nicht, dass sozusagen für jeden Einzahlung ins Sparbuch wir eine Beratungsstunde abrechnen sollten an einem Sparkassenschalter. Ne? Aber sozusagen für relevante Beratungen, glaube ich, kann sich das lohnen. Es wird auch gesagt, es gibt zu wenig Produkte. Nun gut, ich glaube, das ist genau die gesetzgeberische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es Nettoprodukte entsprechend gibt und die Auswahl da entsprechend ist. Da komme ich nochmal zurück.
auf das Zitat von Ludwig Erhard am Anfang. Es ist doch die Aufgabe des Gesetzgebers, den Markt so zu organisieren, dass er für den Kunden taugt. Und wir können uns nicht darüber rausreden, dass der heutige unhaltbare Zustand von milliardenschwerer Fehlberatung beibehalten wird, weil wir irgendwie sagen, da müsste der Gesetzgeber auch noch zwei andere Schrauben drehen. Ich glaube, es ist Zeit, genau das zu tun. Ja, was sind jetzt die, was ist die Rahmenbedingung, was gerade in Berlin diskutiert wird? Also zum einen haben wir bei dem Anlegerschutzgesetz es mit einem Gesetz zu tun, was im Laufe der Zeit eine Reihe von Veränderungen zu tun hat. Da waren am Anfang mal die Leerverkäufe drin, die sind dann hektisch rausgenommen worden, weil man schnell mal agieren wollte. Dann bei dem grauen Kapitalmarkt, der war zunächst drin, der ist jetzt auch rausgenommen worden, weil man sich da ewig nicht einigen konnte. Und so changiert dieses Gesetz noch. Das, was wir jetzt vorliegen haben, hat verschiedene Bausteine. Und das eine ist eben das Thema Beratung mit Produktinformationsblatt, wo wir dann auch nochmal fragen müssen, wie das dann bei den Investmentfonds passt zu der KIT-Gesetzgebung, die von europäischer Ebene kommt. Da wird es auch nochmal eine zeitliche Überlagerung geben. Wir haben dann die offenen Immobilienfonds drin. Was aber rausgefallen ist, eben wie gesagt, das ganze Thema grauer Kapitalmarkt. Und so wie ich es wahrnehme, gibt es bisher nicht die Bereitschaft, beim Thema Honorarberatung einen gesetzlichen Standard zu definieren. So, das mag sich noch einiges entwickeln. Die Bundesratsstellungnahme zu dem Anlegerschutzgesetz ist an vielen Stellen relativ ermutigend, weil es dann doch eine Reihe von Verbesserungen auch darstellt. Ich sehe aber noch nicht, dass wir zu dem kommen, was wir eigentlich bräuchten, nämlich einen umfassenden Ansatz zur Verbesserung der Beratungspraxis in Deutschland im Sinne dessen, dass wir zum einen versuchen, Honorarberatung als gesetzlichen Stand, als gesetzliche Form zu definieren, sodass das klar ist, es gibt hier ein definiertes Berufsbild, was geschützt ist, wo bestimmte Kriterien dahinter sind. Und auf der anderen Seite, weil natürlich jetzt nicht jede Volksbank Honorarberater wird, zu definieren, wie gehen wir mit der Entlohnung von Beratungskosten um in den Standardvertriebswegen, insbesondere auch von Sparkassen, Volksbanken, Privatbanken, wo wir dann auch, nach meiner Ansicht, zu Nettoprodukten und einer separaten Honorierung von Beratungsleistungen kommen sollten. Nur das beides zusammen ergibt meines Erachtens ein schlüssiges Bild. Ich sehe nicht, dass das derzeit vorgesehen ist und bin deswegen relativ nüchtern und sehe das aber auch in einer gewissen Reihe der Gesetzgebung der letzten Jahre. Wenn Sie sich mal anschauen, Umsetzung Versicherungsvermittlerrichtlinie. Der Hauptproblembereich, den ich bei den gebundenen Vermittlern sehe, ist damals systematisch ausgespart worden. Und dann hat man dort, wo es schon relativ gut läuft, nochmal was nachgelegt. Und dann bei der Finanzmarktrichtlinienumsetzung, von der ich vorher schon gesprochen habe, also der Umsetzung der MiFID in deutsches Recht, hat man sich die Produktgruppe der Zertifikate, das ist mein Lieblingsfeld, ja, weil ich den Eindruck habe, dass wir da eine große Menge schlechter Produkte in den Markt lassen, die in anderen Ländern gar nicht so vertrieben werden dürften. Das hat man ausgespart und ebenso den Fall der graue Kapitalmarkt. Also zwei zentrale Problembereiche. Und ich glaube, dass es auch diesmal wieder so sein wird, dass wir an den zentralen Kern der Thematik nicht rangehen als Gesetzgeber, weil es natürlich Einflüsse gibt, die sehr weit oben hier greifen. Und es mag sein, dass viele Finanzpolitiker auch im Finanzausschuss der Meinung sind, dass sich etwas ändern sollte. Aber es kann ja dann auch wieder so kommen, wie wir es bei der Hotelbegünstigung in der Umsatzsteuer hatten, dass alle Mitglieder des Finanzausschusses dagegen waren. Ich kenne nicht einen, der dafür gewesen wäre. Aber wenn das eine bestimmte Interessengruppe sehr weit oben gut eingetütet hat, dann beschließt der Bundestag so etwas eben trotzdem. Und ich glaube, dass deswegen der Punkt, sich auch mit dem Thema Einfluss von bestimmten Organisationen auf die Gesetzgebung auseinanderzusetzen, nicht falsch ist. Was wäre konkret zu tun? Ich glaube, wir müssten auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Kosten im Beratungsprotokoll richtig ausgewiesen werden. Wir müssten dafür sorgen, dass wir mit dem Thema Reduction in Yield versuchen, eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Produktgruppen im Bereich Kosten hinzubekommen. Ich glaube auch, dass wir
die Frage Euro und Cent oder lieber so eine Größe, da würde ich pragmatisch rangehen. Ich glaube, eine Darstellung in Euro und Cent kann manchmal hilfreich sein. Ich glaube aber, dass zur Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Produktgruppen Reduction in Yield eine sehr sinnvolle Lösung ist und wir da eine Transparenz bekommen müssten. Das Ziel ist wirklich, eine vollständige Kostentransparenz zu bekommen, weil ich glaube, nur dann kann es gelingen, dass Menschen wirklich da vergleichen. Denn das können, glaube ich, Leute dann schon, das ist ja ein weiterer Vorwurf, Honorarberatung, da könnte man doch auch unendlich viele Beratungsstunden abrechnen. Gut, da bin ich relativ entspannt. Das ist eine Sache, die Leute kontrollieren können, wie lange sie wo sitzen und ob die letzte Stunde Geblubber war oder nicht. Ja, das kann man, glaube ich, den Leuten noch zumuten, zu entscheiden. Wo ich noch Diskussionsbedarf auch mit Ihnen hätte, ist die Frage, wie machen wir das jetzt mit der Definition in der Gewerbeordnung? Das Verbraucherministerium hat ja gesagt, wir wollen da ein einheitliches Niveau. Und ich sehe das auch so, dass wenn wir wirklich Honorarberatung als Standard definieren, wir es so machen sollten, dass es dann auch wirklich auf Augenhöhe mit anderen Gruppen ist. Und mein Ziel ist eigentlich, dass wir zu einem Finanzberater kommen, der nicht zu stark nach einzelnen Produktgruppen separiert. Weil für den Kunden ist natürlich zunächst einmal, wenn er schon was im Portfolio hat und dann zu einem Berater kommt, es misslich, wenn der dazu keine Aussage treffen kann, beziehungsweise umgekehrt für die Anbieterseite misslich, wenn man sich da in einem rechtlichen Graubereich bewegt. Ich glaube, dass das der Weg in die Zukunft sein sollte, zu einem einheitlichen Finanzberaterstandard zu kommen und nicht für einzelne Produktgruppen unterschiedliche Vertriebswege zu definieren. Und wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass die Konstruktion Honorarberatung eben dann einen Sinn gibt, wenn wir so wie bei der Steuer- oder Rechtsberatung hier das auch entsprechend gesetzlich normieren, was die Anforderungen sind. Und die werden hoch sein. Die müssen hoch sein, weil wir wollen Qualität. Und natürlich ist es, wenn wir sagen, Honorarberatung ist dann auch etwas, wo ich nicht damit rechnen muss, dass dann doch noch irgendwo Kickbacks fließen. Dann muss das auch anständig sanktioniert sein. So, da müssen wir, glaube ich, nochmal reden, ob ein Zwischenschritt über Gewerbeordnung sinnvoll ist. Auch die Frage, wie geht man eigentlich damit um, dass wir natürlich viele Leute im Markt haben, die jetzt vielleicht nicht alle Anforderungen erfüllen. So, gibt es dann wieder eine Grandfathering-Regelung, sodass wir in 40 Jahren noch Leute auf dem Markt haben, die praktisch nach den Qualitätsstandards von heute oder vorgestern arbeiten? Oder arbeiten wir mit sinnvollen Übergangsfristen, die ermöglichen, sich da anzupassen? Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, wo man aufpassen muss, dass eben nicht dann der Vorwurf ziehen kann, naja, bei der Honorarberatung soll ja auch bloß so ein schwaches Mäntelchen sein. So, ich glaube, dem Vorwurf sollte man sich nicht aussetzen. Jetzt habe ich, glaube ich, schon einen großen Teil meiner Zeit beansprucht. Wenn Sie mir noch einen Gedanken ermöglichen, Herr Rauch, einen habe ich noch, dann möchte ich noch einen Punkt sagen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt und dann merken Sie vielleicht etwas stärker als bei den bisherigen Ausführungen, dass Sie einen Grünen vor sich haben. Als meine Schwester, und ich will es deswegen mit einem Beispiel erzählen, als meine Schwester vor einigen Jahren eine Photovoltaikanlage auf das Dach ihres Hauses bauen wollte, fand sie im gesamten Umkreis keinen Handwerker, der das tun konnte. Die Handwerker konnten ihnen Ölheizungen einbauen und Gasheizungen einbauen, aber keinen Kollektor aufs Dach setzen und keine Photovoltaikanlage. Wie hat es meine Schwester gemacht? Sie hat einen Handwerker genommen, einen Jungen, der gesagt hat, das ist eine spannende Sache, das will ich mal lernen für die Zukunft. Sie hat es dann ihm erklärt, wie es geht. Und dann haben die das zusammen aufs Dach und dann konnte der bei den nächsten Kunden sagen, ich habe es schon mal gemacht. Man konnte vor wenigen Jahren mit einem Heizungsfachmann nicht über Dämmung, nicht über Solaranlagen und nicht über Erdwärme reden, sondern sie hatten ein paar Öko-Freaks, mit denen konnten sie darüber reden und mit den Handwerkern über alles andere und das kam nicht zusammen. Und diese Situation haben Sie in der Regel heute auch noch bei dem Thema Finanzberatung. Sie haben ein paar Umweltleute, mit denen können Sie über ökologisches Investment reden. Sie können über die ethischen Konsequenzen bestimmter Geldanlagen reden, ob Sie indirekt zum Beispiel in Streumunitionproduktion investieren oder nicht. Und auf der anderen Seite haben Sie Finanzexperten, mit denen Sie über all die Themen in der Regel nicht reden können. Ich habe da mit meinem Team mal einen Test gemacht. Wir sind an verschiedenen Schalter und so, haben Beratungsgespräche geführt. Und selbst jungen Leuten, die aus der grünen Jugend kamen, denen man es ja eigentlich ansehen müsste, ist gezielt abgeraten, sich überhaupt mit dem Thema ethische Dimension von Geldanlage zu beschäftigen, weil die meisten einfach keine Ahnung hatten, die da waren.
Ich möchte, dass wir dieselbe Entwicklung haben, wie wir sie beim Heizungsinstallationsmarkt haben. Heute können Sie mit jedem Heizungsinstallateur über eine Kollektor auf Ihr Dach reden und er baut es Ihnen auch hin, weil er es kann. Und mein Ziel für die Zukunft wäre, dass wir auch Finanzberater haben, mit denen Sie auch darüber reden können, was sind das eigentlich für Auswirkungen, wenn ich investiere, wo geht eigentlich mein Geld wirklich hin, wo bin ich denn real investiert. Ich glaube, dass wir auch dann manchen Murks, der in der Finanzkrise gelaufen ist, uns für die Zukunft sparen könnten, denn manche Leute waren indirekt in einen Immobilienboom irgendwo in Spanien oder Irland investiert, von dem sie in der immer gesagt haben, dass sie den nicht für nachhaltig halten, aber sie wussten gar nicht, dass sie dort investiert sind. Und manche Leute fragen sich schon, ob sie denn am Samstag in Gorleben demonstrieren gegen Atomkraft und am Montag einen Vertrag unterzeichnen wollen, mit dem sie eigentlich auch Atomkraftwerke finanzieren. So, mein Wunsch wäre also, dass Sie sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen und diese Entwicklung vielleicht auch Vorschub leisten, denn zu einer guten Finanzberatung gehört, dass sie anlegergerecht ist. Und jetzt mögen wir ein unterschiedliches Menschenbild haben, aber ich glaube, wir sind uns an einem Punkt einig, Menschen sind nicht nur Renditehungrig gewesen. Sie haben meistens auch noch andere Aspekte, an denen Sie sich orientieren wollen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir es schaffen, sowohl die Grundlage für fachlich gute Beratung zu legen, als auch die ethische Dimension von Investment in Zukunft stärker in den Blick zu bekommen. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion. Eine Frage hätte ich an Sie aus dem Betrieb in Berlin. Lernt man gar nicht aus den Erfahrungen? Ich denke zum Beispiel an das Vermögensbildungsgesetz, das ja auch eine ganz hehre Zielrichtung hatte, das für meine Begriffe fürchterlich verunglückt ist. Und was macht man jetzt aus dem Riester? Denn die Situation der Riester-Produkte ist doch grauenhaft. Also ja. Das, was angestrebt wird, wird auch wieder nicht erreicht. Also jetzt ja. Haben wir schon das 50. Jahr, wo man sowas einfach sich auf die Fahnen schreibt und kein Mensch kritisiert darüber. Also meine Erfahrung ist, dass wir bis zum Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 eine unterirdisch schlechte Diskussion zum Thema Anlage, Beratung und Vermögensbildung im politischen Berlin hatten. Die verbessert sich jetzt leicht. Meine Erfahrung war, als ich 2006, 2007 angefangen habe, über einzelne Produkte zu sprechen und gesagt habe, da muss was getan werden, da stimmt was nicht. Dann ist mir im Finanzausschuss vorgehalten worden, die Grünen beschäftigen sich jetzt mit den Großkapitalisten. Ihr habt ja eh so eine gut verdienende Wählerklientel. Und dann habe ich nachgewiesen, dass die Produkte, über die ich geredet habe, typische 50 Euro pro Monat Sparpläne sind. Aber die Diskussion war trotzdem so, wer sich auf die Seite des Kunden, des Anlegers gestellt hat, ist sozusagen desavouiert worden. Am Tag nach der Lehman-Pleite habe ich ein internes Fachgespräch gemacht zum Thema Zertifikate, um die Kollegen mal zu überzeugen, hinter verschlossenen Türen, dass da vielleicht das ein oder andere zu tun wäre. Das ist abgelehnt worden, noch am Tag nach der Lehman-Pleite. Inzwischen sind natürlich alle hoch empört, was da passiert ist. So, also ich bin da sehr ernüchtert gewesen über das Niveau. Und das hat auch etwas damit zu tun, in der Ministeriums- und Ausschusskonstellation, der Verbraucherausschuss beschäftigt sich mit allen möglichen Verbraucheraspekten, vom Gift im chinesischen Spielzeug bis hin zur Telefonwerbung und zur Anlageberatung. Und ich glaube, dass Sie das wirkliche Problem nur erfassen können, wenn Sie eine produktspezifische Kenntnis haben und außerdem vom Anleger her mal typische Anlageprofile und Problemstellungen sich anschauen. Und auf der anderen Seite haben Sie einen Finanzausschuss, der im Wesentlichen eigentlich diesen Finanzmarktstabilitätsblick hat, wo man industriepolitisch gesteuert in den letzten Jahren vor allem geguckt hat, dass deutsche Institute aus ihrem Heimatmarkt eine gute Rendite erzielen können, um als nationale Champions auf den Weltmärkten aktiv zu sein. Das muss man doch mal klar darlegen. Das ist doch die Finanzmarktpolitik der letzten Jahre, war eine Finanzmarktindustriepolitik. An den Kunden hat da keiner gedacht. So, das ist meine nüchterne Darstellung. Ich glaube, da hat sich was geändert 2008. Und trotzdem ist es noch so, dass die Vorstellung, auch nur intransparente Produkte, die kein Mensch verstehen kann, zu verbieten, etwas ist, was den meisten irgendwie ordnungspolitisch nicht einleuchtet. Ja, im Gegenteil. Etwas, wo man gezielt versucht, über Intransparenz sozusagen Leute über den Tisch zu ziehen, gehört meines Erachtens verboten. Die Leute sollen gerne gute und schlechte Produkte kaufen, aber intransparente Produkte, deren Essenz, worin bin ich investiert, was ist das Kosten-Risiko-Profil, man nicht erkennen kann. Das sollte meines Erachtens verboten werden. Ich habe deswegen im Finanzausschuss den Kollegen mal vorgeschlagen, dass wir einfach mal einen Test machen, Verkaufsprospekte uns anschauen und die wir nicht verstehen, die verbieten wir.
Auf den Test wollte sich leider niemand einlassen. Ich glaube, wir hätten ein desaströses Ergebnis für den Finanzmarkt Deutschland gehabt, wenn Sie mir die spöttische Bemerkung erlauben. Ich finde diese Frage jetzt, was regelt man jetzt in der Gewerbeordnung sozusagen als eine erste gesetzliche Definition und was ist eigentlich die langfristige Perspektive und wie geht man damit um, auch mit dem möglichen Vorwurf, da wird jetzt sozusagen so ein halber Standard geschaffen, hinter dem ja auch mangelnde Qualität sich verbergen könnte. Das fände ich nochmal interessant, vielleicht Herr Rauch oder wenn jemand anders dazu Stellung nimmt, denn ich finde schon, man muss stabil aufgestellt in die Diskussion reingehen. Wir haben ja ähnlich wie die Bundesinitiative Honorarberater, gleiche Vorstellungen, was die gesetzliche Verankerung betrifft. Und eher, momentan geht es ja eher so, da würde ich jetzt fast eine Gegenfrage stellen, in die Richtung, dass keiner mehr so recht weiß, wo denn eigentlich Honorarberatung wiederzufinden sein wird und wie es wiederzufinden sein wird. Meinen Kenntnissen nach war es so, zumindest nach Auskunft des BMWI, dass ein einziger Satz in der Gewerbeordnung gestanden wäre, nämlich, ich gebe es mal sinngemäß wieder, dass es keine Mischmodelle geben darf. Das ist zu unterstreichen, sehen wir auch so. Aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht aus. Keine Qualifikationsstandards. Mhm. Es wäre alles in einem Paragraphen geregelt worden. 34f dann mit geschlossenen Fonds in einem Atemzug und der Honorarberatung. Und Gott sei Dank gibt es eigentlich diesen Gesetzentwurf jetzt nicht mehr oder zumindest nach Auskunft des BMWI nicht mehr seit einer Woche. Da kommt Sokrates dann ins Spiel, da weiß keiner mehr so richtig, wer eigentlich überhaupt noch was weiß. Und von daher kann ich mich eigentlich nur Ihren Vortrag anknüpfen oder anschließen, dass die gesetzliche Verankerung wirklich in der Gewerbeordnung mit einer entsprechenden Qualitätsvoraussetzung, mit entsprechenden Transparenzvorschriften, mit entsprechenden nachprüfbaren und überprüfbaren Möglichkeiten für den Verbraucher versehen werden muss. Ansonsten nützen ganze die Gesetze nichts, wenn letztendlich am Ende keiner prüfen kann, ist es wirklich so. Also sprich auch von den Qualitätsstandards, von der Qualifikation her. Und es gab ja auch eine Bundesratsinitiative, ja. Die sollte man vielleicht wieder verfolgen und da der Appell an Sie, dass man da vielleicht nochmal hinterhergehen kann und da nochmal was anstoßt, weil das, was jetzt im BMWI und im BMF verfolgt wird, da ist keine Richtung zu sehen. Ich zitiere jetzt mal einen Politiker beziehungsweise einen Beamten aus dem BMWI, der sagte, es gibt keine Position mehr, deswegen können wir auch nichts mehr sagen. Das ist ja bezeichnend. Ja, das Mikrofon wird gleich weiterreichen, und zwar eine weitere Wortmeldung. Deine Professor Bockholz ist der dritte dann in der Reihenfolge. Mich interessiert, ob die Vorstellung ist, auch eine Art von Gebührenordnung möglicherweise umzusetzen, festzulegen, festzuschreiben, wie denn eine Honorierung erfolgt. Und lassen Sie mich den letzten Punkt finden, dass es ein effizientes System gibt bei der Rechtsberatung. Beruht dann darauf, dass es Mechanismen wie Prozesskosten, Hilfe und Rechtsschutzversicherungen gibt. Und ich glaube, das Dilemma werden wir nicht lösen können, dass die 24-jährige Friseuse ständig falsch beraten wird und sie niemals 120 Euro als Beraterstunde bei der Quirinbank ausgeben könnte oder wollte. Und wenn wir da nicht ein System haben, dass der Staat eine Grundberatung oder Grundversorgung fördert, dann werden wir das gesamte Dilemma, glaube ich, sowieso nicht aus der Welt kriegen. Vielen Dank. Also sie werden von Ihnen Eingriffe verlangt, die vielleicht zu weit gehen, oder kann die Politik das auch noch regeln? Also zum Ersten, nein, also Honorarberatung ist nicht der Kasper aus der Kiste, der alle Probleme löst. Aber wenn wir von dem provisionsorientierten Fehlberatungsweg wegkommen wollen, müssen wir an den Grundinteressenkonflikt heran, und deswegen stelle ich es politisch zurzeit in den Vordergrund. Es gibt viele andere Fragen von Qualifikation, von welche Produkte haben wir überhaupt. Es gibt teilweise auf der Regulierungsseite auch Schieflagen, die dazu führen, dass das eine Produkt günstiger ist als das andere, obwohl das gar nicht unbedingt gerechtfertigt ist, etc. Ich finde den Hinweis interessant beim Rechtsanwalt, die Zulassungsfrage. Genau, also um solche Sanktionen geht es ja dann, die da sicherstellen, dass es ein Eigeninteresse gibt, da sauber zu arbeiten, und sowas muss sanktioniert werden. Wir haben uns dieser Frage Gebührenordnung, Honorarordnung
noch nicht wirklich genährt. Ich glaube, es ist ein zweiter Schritt, den man sich anschauen muss. Es gibt bisher im Markt ja auch unterschiedliche Modelle. Es gibt eine reine Stundensatzgeschichte, es gibt die Erfolgsbeteiligungsgeschichte. Und damit verbunden ist die Frage, was machen wir eigentlich mit den Menschen, die eigentlich ja auch das Kapital für eine eigene Altersvorsorge nicht haben. Wir machen ja heutzutage einen Trick. Das ALG-II-Empfänger können, wenn sie 5 Euro zur Seite legen, de facto 95% dessen, was sie ansparen, vom Staat bekommen. Ob das die effiziente Art ist, staatliches Geld auszugeben, das kann man noch mal diskutieren. Denn eigentlich gebe ich Menschen Geld, um damit ihr Glück zu versuchen bei der Kapitalanlage. Ich würde als staatlicher Akteur sagen, dann sichere ich doch Menschen lieber über eine Garantierente nach unten ab, als dass ich jemanden da so ein Minimum gebe, was auch schief gehen kann. So, aber ich finde die beiden Bereiche nochmal wichtig zu diskutieren. Bisher geht es erstmal darum, sozusagen den Weg frei zu schaufeln, um überhaupt die Fehlentwicklung zu beantworten. Ich glaube, dass es bei Ihnen auch strittig diskutiert wird mit der Honorarordnung. Das zeigt, dass wir uns dann nochmal anschauen müssen, ob man dann verschiedene Modelle geben kann. Dass der Gesetzgeber aber ein paar Worte zu Art der Honorierung wird verlieren müssen, halte ich für unstrittig. Denn wenn Sie sagen, auf eine bestimmte Art und Weise soll nicht honoriert werden, sagen Sie implizit auch, auf welche Art und Weise honoriert werden kann. Und deswegen wird die Diskussion auf jeden Fall kommen. Aber ich habe in meiner Fraktion da noch keine abschließende Positionierung dazu vorgenommen. Also mein Name ist Kühn, ich bin Rechtsanwalt, meine Frau ist Honorarberaterin. In meiner Eigenschaft als Rechtsanwalt habe ich mich durch viele Parteien, unter anderem auch durch Ihre, durchgeschrieben. Und heute habe ich das erste Mal das Gefühl, es steht jemand vor mir, der das ganze Problem verstanden hat. Das fand ich zum einen schon mal sehr positiv. Zu dieser Sache, wo soll das Ganze geregelt werden in der Gewerbeordnung oder wo auch immer, möchte ich Ihnen vielleicht nochmal auf den Weg geben, dass es sinnvoll wäre, das so zu regeln, dass ein Honorarberater, der wie ein Steuerberater, wie ein Rechtsanwalt arbeiten will, nicht in irgendwelche Haftungsdächer getrieben wird, um seinen Mandanten auch mal eine Bundesanleihe oder irgendwelche anderen Produkte empfehlen zu können. Dass er aber auch dann seine Mandanten frei beraten kann und ihm nicht gesagt wird, in Zertifikate darfst du nicht beraten und in Bundesanleihen darfst du nicht beraten, sonst steht morgen die BaFin bei dir vor der Tür. Und dann noch eine andere Sache zu dem Kollegen eben mit der Honorarordnung. Im RVG, im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ist ja jetzt eher so geregelt, dass man Vergütungsvereinbarungen schließen soll und man von diesem Honorar, diesen festen Sätzen einfach wegkommt. Und insofern denke ich, da besteht nicht unbedingt der Bedarf, dass man jetzt sagt, ein Honorarberaterstunde darf nur 90 Euro kosten oder wie auch immer. Da muss man auch die regionalen Gegebenheiten berücksichtigen. In Mecklenburg-Vorpommern muss ein Honorarberater weniger verdienen als ein Berater in München, um einfach seine Kosten zu decken. Also da kann man nicht sagen, wir machen eine feste Gebührenordnung. Das sollte einfach, denke ich, dann der Markt entscheiden, was ein Mandant bereit ist zu bezahlen. Was halten Sie von dem Honorarberater oder Finanzberater auf Honorarbasis, wenn er ein Freiberufler ist? Ich schließe mich meinen Vorgängern an. Das heißt also, dass er nicht vermitteln darf, sondern Freiberufler ist. Die erste Qualifikation ist natürlich die Vermögensschadenshaftpflicht. Er darf Bundesanleihen und Sonstiges auch beraten, auch die MIST-Zertifikate. Und das zweite ist natürlich die entsprechende Qualifikation. Die Frage an Sie, was halten Sie davon, den unter dem Paragraphen 18 ESTG einzubinden? Wo regeln wir das konkret? Also ich muss Ihnen sagen, das war bisher nicht meine größte Sorge, weil bisher einfach sozusagen das Grundverständnis, dass wir da ein Problem haben, erstmal erzielt werden musste. So, jetzt kommt die Feinarbeit, hoffentlich, dann, wenn wir an die Gesetzgebung rangehen. Bisher habe ich aber nicht den Eindruck, dass man da wirklich in der Art und Weise an das Thema rangehen will, dass wir uns darüber Gedanken schon machen müssten. So, die Gewerbeordnung ist insofern, also die Gewerbeordnung ist ein sehr breites Feld. So, wenn Sie wirklich eine spezifische Finanzmarktordnung machen, haben wir bei dem Thema grauer Kapitalmarkt immer gesagt, wir wollen das eigentlich im KWG drin haben, wir wollen aber nicht die gesamten KWG-Normen haben. Denn jemand, der selber keine eigenen Produkte auf den Markt gibt,
muss bestimmte, also warum soll der in einer Einlagen, in einer Sicherungseinrichtung drin sein? Ja, ganz andere Geschichten. So, das heißt, die Idee ist, eigentlich ist sinnvollerweise das meiste in dem spezifischen Gesetz drin, das ist dann das KWG eher, als die Gewerbeordnung, die sehr allgemeine Sachen regelt. Und dann sollten wir innerhalb dessen aber schauen, was sind die spezifischen Regeln, die wir für eine bestimmte Berufsgruppe brauchen. So, aber ich glaube, das ist die Diskussion, die wir jetzt in den nächsten Wochen führen müssen. Wie sieht das konkret gesetzgeberisch aus? Ich habe jetzt für meine Fraktion keinen fertigen Gesetzgebungsentwurf entwickelt. Denn Sie wissen, als Oppositionspolitiker müssen Sie sich immer überlegen, wo stecken Sie Ihre Ressourcen rein? Und solange die Bereitschaft noch gar nicht da ist, da was zu regeln, ist die Formulierung eines Gesetzentwurfs in der Opposition manchmal verlorene Liebesmüh. Sie müssen erst mal gucken, dass Sie die Diskussion voranbringen.